Selbst willkommen hier beim Spiel Heavy Barrel. So, Mace 6, so angezockt halt, scheint auch durchgezockt, braucht ungefähr so eine halbe Stunde, 35 Minuten. Man kann auch hier mit R1 die ganze Credits machen, also quasi, man hat da 1, 2, 3, 4, 4 Leben, je nachdem, und dann geht mir ehemals kaputt, da stirbt man auch ziemlich oft. Steuerung ist ein bisschen komisch, muss mit L1, mit L2 und R2, muss man die Richtung drehen, wo man hinschießt, halt, deswegen ist das schon ein bisschen nervig. Mal kennt man so Spiele, die sind eigentlich immer recht, ja, recht cool, halt. Bloß da muss man halt die Richtung immer drehen, deswegen fand ich nervig, wenn nicht irgendwann, man kann auch einfach durchlaufen, tausendmal sterben, tausendmal Credits holen, also continuous. Kann man auch zu zweit spielen, habe ich auch irgendwann gemacht, an irgendeiner Stelle für den, was heißt, letztendlich oder was. Hier bin ich einfach so irgendwo zwischendurch, zwischendrin halt, irgendwo. Und ja, hier, klar, soweit man irgendeine Waffe findet und so weiter, dann getroffen wird, wenn man stört, halt hat man die Waffe leider nicht mehr hier, Streuschuss. Mein Lieblingsschuss, wie bei Contra Pro Protector natürlich auch. Ja, hier war auch so eine Assi-Stelle halt wieder. Wie gesagt, man muss keinen töten, man muss einfach nur nach vorne gehen halt. Also in irgendeiner Richtung geht immer weiter, irgendwann gibt es so Aufzüge, ja klar, dann wäre besser, wenn man sie kaputt macht, aber letztendlich muss man immer nur weiterkommen. Hier sieht man, dann stockt sogar das Spiel schon irgendwann. Ja, ich finde ein bisschen, ja, was heißt komisch da hiermit, dass man jedes Mal. Ja, wie jetzt guckt ihr zum Beispiel nur schräg nach oben. Da muss man halt, ja, schon wieder gestorben. Ja, geht ziemlich oft. Da muss man auf jeden Fall immer wieder die Waffe, die Hand drehen, dass sie nach links schießt oder nach rechts oder schräg oben oder was auch immer. Muss man halt immer wieder drehen, wenn hier meistens auch selbst mal da wiedergeboren wird. Ist man schnell wie im Arsch, man stirbt ziemlich oft. Also wenn er da auf dem. Also hier ist eigentlich so ein, was heißt ein Automatenspiel, das wird ja auch ganz am Anfang im Hauptmenü stehen also Automaten, also quasi wenn er da als Automat gab und man hat keine unendliche hier wie jetzt hier so Credits gekriegt, muss man jedes Mal hat man dann Mark oder einen Euro da reingesteckt für 4-5 Leben und ist direkt wieder im Arsch oder was. Also der Automat hat bestimmt gut Kohle geschluckt, ey, von einem, bestimmt definitiv, ey. Ja, mindestens, ey. Immer kein Geräusch. Also wenn sie mal einen abknallt, naja. So, hier ist jetzt quasi ein Doppelhelikopter, das ist quasi jetzt ein Endgegner für den Abschnitt. Ich habe schon gedacht, das Spiel kann man durchpacken oder was. Bei Pause drücken kann man nicht. Man kann höchstens wieder doch in so einem, geht mal halt wieder in so ein Menü rein halt und quasi jetzt hier, wenn man hier gepackt hat, muss man halt vorne noch das Tor abknallen, da kommt man halt zum nächsten Bereich halt. Und dann geht das so erstmal so die ganze Zeit so weiter, aber wie gesagt, ich bin ja irgendwann nur durchgelaufen, man muss jetzt nur wissen, ob man überhaupt durchpacken kann. Habe ich über eine halbe Stunde dafür gebraucht halt. Und Trophäen, gibt kein Platin, gibt nur 100%. Und die sind, was heißt, leicht gemacht. Man kann auch irgendwie Geld sammeln, da kann man sogar Kisten öffnen damit. Dafür braucht man so zwei, drei Trophäen. Dann, gibt es Trophäen, wenn man, wann jetzt überhaupt, wenn man 5 Minuten spielt das Spiel, dann eine halbe Stunde, eine Stunde, dann muss man machen, halt, und lässt man nicht reagiert, muss ich wahrscheinlich nochmal machen. Weil die zwei Trophäen, die fehlen mir noch, also insgesamt eine Stunde spielen, ich hab noch irgendwas, auf jeden Fall kann man das schon recht leicht kriegen, irgendwann, halt. Ja, ist zwar. Wie gesagt, ich mag so Shooter, aber dass man dann da extra die Richtung drehen muss, dass man nicht mit dem zweiten Stick, dem rechten Stick machen kann, fand ich ein bisschen kacke. Ja, und dass man ziemlich oft stört. Also, wenn man da nicht hier mit R1 die ganze Zeit machen kann, dass man mehr Credits kriegt, also mehr Continues kriegt, wäre der quasi gar nicht machbar. Dann wird er die ganze Zeit getroffen. Und also, man muss schießen. Geht nicht automatisch, man muss immer wieder X drücken. Also, da tun einem schon gut die Finger irgendwann weh, deswegen, naja. Ja, trotzdem, Daumen mittelmäßig war so ganz okay. Und, ja. Das war das Video, schon einen schönen Abend. Sag mal, bis zum nächsten Mal, tschüss, ich warte hier mit. Bis dann.